Nein, nein. Ich höre jemanden. Da kommt jemand näher. Jetzt bloß nicht bewegen, Carla. Halt den Atem an. Er geht weg. Ich kann weiter. Dank haben sie es geschafft. Das hätte schlimm enden können. Die automatische Verriegelung hat die Türen zu den Zellen geöffnet. Sind sie verletzt? Ist wirklich alles in Ordnung? Klar, Barney. Alles bestens. Ich liebe es, mit einer Horde Psychopathen im Dunkeln Verstecken zu spielen. Dieser Mann, den ich flüchtig aus dem Fernsehen kannte, war meine letzte Hoffnung. Ich wusste zwar nicht, inwiefern das Geschehene etwas mit den Mayas zu tun haben konnte, aber ich war inzwischen bereit, jegliche Erklärung zu akzeptieren, die mir den Albtraum, den ich durchlebte, irgendwie plausibel machen konnte. Hallo, ich bin Journalist. Ich bin mit Professor Koryakin verabredet. Er erwartet Sie bereits. Professor Koryakin? Ja? Ich bin John Cunningham. Ich hatte Sie angerufen. Ich bin Journalist und arbeite gerade an einem Artikel über die Maya-Religion. Ah, ich hatte Sie schon erwartet, junger Mann. Was sagten Sie noch gleich, für welche Zeitung Sie arbeiten? Ich arbeite für ein neues Magazin namens Geschichte und Kultur. Seltsam. Davon habe ich noch nie gehört. Eigenartig. Irgendwie kommt mir Ihr Gesicht bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht bereits? Ja, das höre ich oft. Ich muss wohl ein Allerweltsgesicht haben, das gibt's ja leider. Tja, dann legen Sie ruhig los. Was möchten Sie wissen? Erzählen Sie mir bitte von Quetzaltenan. Gerne. Hierher, ich mache Sie bekannt. Hier sehen Sie den alten Maya-Gott Quetzaltenan. Die zweiköpfige Schlange. Ein Kopf schaut in unsere Welt, der andere in die andere Welt. Indem die Maya-Orakel beide Münder öffneten, konnten sie durch die Schlange in die andere Welt blicken. Eine Schlange mit zwei Köpfen, die sich ansehen. Genau, was ich in meine Förderarme geritzt habe. Was muss man tun, damit die Schlange beide Münder öffnet? Natürlich einen Menschen opfern. Denn nur so kann die befreite Seele die Passage öffnen, damit das Orakel durch den Schlangenkanal in die andere Welt blicken kann. Was genau weiß man über diese Orakel? Nicht gerade viel. Sie waren sehr mysteriös. Sie dienten als mystische Verbindung zwischen den Menschen und den übernatürlichen Kräften. Den alten Texten nachzuurteilen, hatten die Orakel seltsame Kräfte. Was für Kräfte besaßen diese Orakel? Es heißt, sie hätten eine übernatürliche Lebenskraft.
aufgrund derer das Orakel mehrere hundert Jahre leben kann. Und wie sahen solche Opferzeremonien aus? Nun, schauen Sie her. Dieses Gemälde aus dem 1. Jahrhundert vor Christus zeigt eine solche Opferzeremonie. Das Opfer musste ziemlich lange leiden, denn schließlich sollten die Münder ja so lange wie möglich geöffnet bleiben. Das Opfer erlitt jeweils drei Stiche, wobei mit jedem Stich eine Herzarterie durchtrennt wurde. Wie sah das Opferritual aus? Das Orakel durfte nicht mit dem Blut eines anderen beschmutzt werden. Deswegen wählte es eine Art Vertreter, eine beliebige Person, rein zufällig. Diese Person wurde der Vollstrecker. Das Orakel übernahm vollständig die Kontrolle über den Vollstrecker, den es aus der Ferne manipulierte. Ein Maya-Ritual. Das also war es. Sie sind gar kein Journalist, oder? Wer sind Sie? Ich heiße Lucas Kane. Die Polizei sucht mich wegen eines Mordes, den ich nicht begangen habe. Aber ich war der Vollstrecker. Ein Mörder? Aber unschuldig. Ich stach auf einen völlig Unbekannten ein. Dreimal. In die Arterien. Wie Sie es beschrieben haben. Wollen Sie etwa sagen, dass heute noch ein Maya-Orakel lebt? Das ist absolut unmöglich. Haben Sie dieses Symbol schon mal gesehen? Oh, das Symbol Quetschnitlans. Die Vollstrecker ritzten es sich in ihre Vorderarme, bevor sie das Opferritual vollstreckten. Oh, es ist wahr. Mein Gott, der Kodex hat recht. Der Kodex? Was meinen Sie damit, Professor? Sie müssen hier weg. In der Zeitung des Wärters ist Ihr Foto abgebildet. Er würde Sie garantiert erkennen. Schnell, verschwinden wir von hier. Dann erzähle ich Ihnen alles. Danke für Ihre Hilfe, Professor. Professor! Der Kodex erwähnt die Ankunft eines Kindes, eines Propheten. Die Antwort auf alle existenziellen Fragen. Das Orakel tötet, um das Kind zu finden. Thank you.
Ah, da bist du ja. Ich wollte dich schon lange treffen. Nur wenige Menschen halten einem Orakel stand. Was ist an dir bloß so anders? Das Chroma. Du hast das Chroma. Das erklärt manches. Wie konntest du solche Macht erlangen? Sei es drum. Eins ist sicher. Das Chroma? Was ist das? Die Kraft, die das Universum erschuf. Der Ursprung von allem. Die, die es besitzen, haben erstaunliche Fähigkeiten. Wieso muss ich sterben? Was könnte ich dir schon tun? Das Ritual hat unsere Seelen miteinander verbunden. Wann immer ich durch die Schlange blicke, tust du das Gleiche. Um die Verbindung zu lösen, muss einer von uns sterben. Genug. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir werden uns wiedersehen. Aber im Jenseits. Kibintinakwintaone. Hören Sie gut zu, Lukas. Die, die sich des Orakels bedienen, suchen ein kleines Mädchen. Eine vollkommen reine Seele, die nie Mensch geworden ist. Ihre Ankunft wurde von der ältesten Prophezeiung der Menschheit vorhergesagt. Sie ist es, die Sie im Traum sehen. Sie müssen sie vor dem Orakel finden und in Sicherheit bringen. Schnell, die Zeit ist knapp und Sie sind ihnen erneut auf der Spur. Sind wir verärgert? Sehr verärgert. Er entkam Ihnen erneut. Erst in diesem Museum? Schlechte Wahl, dieses Museum. Und dann in der Welle. Weit schlimmer. Dort haben Sie sich ihm offen gezeigt. Und völlig umsonst. Nun ja, gewisse Faktoren waren mir nicht bekannt, Gebieter. Welche Faktoren? Er besitzt das Chroma. Das kann nicht sein. Blödsinn! Wie sollte er das Chroma besitzen? Ein Rätsel. Aber ich weiß sicher, dass dem so ist. Deswegen widerstand er meinen psychischen Attacken und konnte der Polizei entkommen. Dann müssen wir unsere Pläne vielleicht ändern. Das ist ärgerlich. Sehr sogar. Das ist nicht alles. Jemand hilft ihm. Was sagen Sie? Während Sie beide in der Welle waren? Ja, Gebieter. Jemand machte all meine Angriffe auf Kane zunichte und beschützte ihn. Einer unserer Leute? Wohl kaum. Nein, es muss etwas anderes sein. Sein Chroma war anders. Ein anderer Clan? Unmöglich. Unserer ist der letzte. Wir haben Rivalen. Die wie wir nach dem Indigo-Kind suchen.
Sie dürfen das Kind nicht finden. Das wäre katastrophal. Verheerend. Kane arbeitet für Sie. Es sei denn, Sie benutzen ihn nur. Kane ist der Schlüssel. Er sieht durch unsere Augen. Er darf das Kind nicht finden. Sie müssen ihn ausschalten. Endgültig. Das habe ich bereits bedacht. Er wird endgültig ausgeschaltet. Schon bald. Enttäuschen Sie uns nicht. Sie können nun gehen. Das Orakel ist bei Markus. Wenn ich ihn nicht sofort warne, kommt jede Hilfe zu spät. Lass uns warten, Carla. Die Verstärkung muss gleich da sein. Glaubst du? Darauf warte ich nicht. Der Typ sagte, er sei in seinem Zimmer. Diesmal entkommt er mir nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass der Typ sich nicht geirrt hat, als er Kanes Foto in der Zeitung sah. So kurzsichtig wie der ist, erkennt er nicht mal die eigene Mutter. Das erfahren wir gleich im Zimmer 369. Damit endet meine Geschichte. Ich ignorierte meine Vorahnung und wurde von den beiden Polizisten verhaftet. Markus, geh dran! Willkommen, mein Sohn. Ich bin sofort zurück. Ich gehe nur schnell ans Telefon. St. Pauluskirche. Markus, er ist in der Kirche. Lass ihn nicht an dich rankommen. Lukas? Bist du's, Lukas? Was ist los? Das kann ich dir jetzt nicht erklären, Markus. Lauf zur Tür, schließ sie ab, leg alle Riegel vor. Ich flehe dich an, schnell! Tu, was ich sage. Ich bitte dich, Lukas. Jetzt mach schon, los! Okay, ich habe abgeschlossen. Aber jetzt erklär endlich, was los ist. Ruf die Polizei und komm nicht raus, bevor sie nicht da ist. Lukas? 369. Hier ist's. Das ist die falsche Zimmernummer. Entweder hat er sich seit dem Foto verdammt verändert, oder er ist nicht unser Mann. Mist! Wie ist das denn möglich? Nur nicht aufregen. Das scheint ein Missverständnis zu sein. Tyler, es ist die falsche Tür. Hä? Es muss noch ein anderes Zimmer Nummer 369 geben. Scheint die Kurve gekratzt zu haben.
Den krieg ich noch, Tyler. Glaub's mir. Los, gehen wir. Dass ich es ernst meine. Also, beeil dich.